Zeitgeist Scheme on You ist etwas, das wir im letzten halben Jahr gemeinsam gebaut haben. Und das Problem, das wir lösen wollten, ist so, wir haben ja in Neos jetzt schon einiges getan, um so das Generieren von HTML zu optimieren. Das ist jetzt eine Sache, da haben wir Erfahrung mit und haben Komponenten und Style Guides und wissen schon recht genau, was wir tun. Aber es gibt noch eine Sache, die wir eigentlich in allen Projekten erzeugen, wo sich jetzt schon lange nicht so richtig was getan hat. Und das sind JSON-APIs, wo einfach das Frontend vom Backend mit Daten versorgt wird und die sich ja auch irgendwie ändern über die Zeit. Und naja, und die sind zwar ganz schön und auch irgendwie in sich einfach, also ist einfach ein Haufen Daten, nicht besonders viel dazu zu sagen, aber das ist halt, was steht denn da genau drin? Ne? Wenn ich jetzt irgendeinem Frontendler eine API gebe, kann ich jetzt sagen, hier sind die Daten, aber welche Felder sind da immer? Welche Felder können denn null sein? Gibt das irgendwelche Constraints auf den Feldern? Und noch viel schlimmer, etwas ändert sich. Das heißt, ich muss irgendwie sagen, ja, Frontendler, da kommen jetzt mehr Daten. Oder der Frontendler sagt mir, ich hätte gerne an der Stelle noch mehr Daten und da wären aktuell in E-Mails JSON-Snippets durch die Gegend geschickt und das ist ganz schön. Und wenn man dann ein Projekt übernimmt, ist es durchaus interessant, erstmal rauszubekommen, was ist denn eigentlich der Stand der API? So, was kommen denn für Daten? Was können denn für Daten kommen? Weil dann kann man dann doch relativ bald, guckt ihr halt alle Tickets zu dem Thema an. Weil eine richtige Zusammenstellung findet man nicht, aber großartige Idee, wir brauchen eine Dokumentation. sind wir nicht die Ersten, die drauf gekommen sind? Haben schon andere versucht. Es gibt nur mehrere Probleme bei Dokumentation. Erstens, sie muss stimmen. Können nachher tolle Geschichten erzählen, wo das fast gestimmt hat. Also, und wie lange man sucht, wenn die Dokumentation eben nur fast korrekt ist, das ist leider sehr frustrierend. Sie muss auch vollständig sein. Wir haben auch tolle Geschichten von undokumentierten Funktionen in externen APIs, die uns viel Freude bereitet haben. Sie muss aktuell sein und sie muss auch hilfreich sein. Ich habe schon eine automatisch generierte Dokumentation gefunden, die im Wesentlichen einen Parameter entgegengenommen hat, XML. Ist vollständig, korrekt, nur leider nicht hilfreich. Also insofern Dokumentation an sich, gute Idee, aber aufgepasst, sie muss auch komplett automatisch oder sie muss komplett korrekt sein. Und weil uns das wichtig ist, haben wir jetzt vor einem halben Jahr, als ein großes Projekt startete, wo es um eine Buchungsstrecke für eine Hotelkette ging oder eine Kette von Hotelketten, also schon ein paar Sachen, das war dann etwas, wo man dachte, ja, eure Buchungsstrecke, das ist so der Inbegriff einer geschäftskritischen Applikation. Da geht halt das Business durch und wir haben uns halt, als das Projekt gestartet ist, ein Ticket geschrieben. Wir brauchen eine Dokumentation, die es automatisiert oder zumindest verifiziert. Es war uns egal, ob wir sie automatisch erstellen oder einfach nur wissen, dass sie korrekt ist. Von allen Schnittstellen, wo wir mit dem Frontend und dem Backend miteinander reden, weil es ist halt eine große Frontend-Applikation, die den Nutzer durch einen komplexen Prozess führt. Und im Backend ist aber auch einiges zu tun, insbesondere Kommunikation mit nicht so schönen Schnittstellen. So. Schlau wie wir sind, dachten wir, naja, das hat doch bestimmt schon mal jemand gemacht. Und ja, hat er. Haben wir uns alles angeguckt. Und die größten habe ich jetzt hier kurz aufgeführt. Die waren allesamt für uns interessant, aber leider nicht auf die gute Art. API-Plattform ist so ein Teil, das kommt aus der Symfony-Welt. Das setzt sich vor so eine Symfony-Applikation und ist bestimmt ganz toll, wenn du Symfony hast und nur Symfony machst, weil das analysiert auf magische Art die Symfony-Serializer und schreibt dann Spezifikationen, was beschreibt, was die Serializer machen. Die haben sogar Pakete veröffentlicht, die so aussehen, als könnten die auf Basis von Symfony Serializern API-Specs erzeugen. Der größte Teil des Aufwands in diesem Projekt, die wir versenkt haben, war
zu versuchen, das zum Laufen zu bringen. Nach 10 Ebenen Factories hat sogar Bernhard aufgegeben. Also insofern, das sieht so aus, als könnte man das benutzen. Versucht es nicht, wenn ihr nicht mit Symfony arbeitet. Das zweite Projekt, was interessant ist, ist JanPHP. Das kann man nutzen, um aus einer Spec PHP-Code zu generieren. Ist auch schön, nutzen wir auch bei externen Geschichten ganz gerne, wenn uns eine OpenAPI-Spec entgegenkommt. Nachteil ist, der Code, der da generiert wird, sieht, wenn man jetzt PHP 8.2 gewöhnt ist, nicht mehr ganz so modern aus. Also das ist halt, ja, ganz viel Type-Annotations. Und das hätten wir eigentlich gern ein bisschen strikter, Haufen Setter, Haufen Getter. Also das ist nichts, was man jetzt aktuell nutzen möchte. Vielleicht sind die neuen Versionen irgendwann mal besser, aber der aktuelle Stand ist, da kommt veralteter Code raus. Und der dritte große im Bunde ist Swagger PHP. Das generiert aus PHP-Code OpenAPI-Specs, macht das aber auf eine interessante Art, nämlich mit Annotationen. Und da sind wir wieder bei dem ersten Problem, die müssen halt auch stimmen. Und das Problem bei Annotationen ist, dass sie halt, da sie nicht Teil des Codes ist, steht das vor dem Code. Und es ist relativ einfach, den Rückgabewert einer Methode anzupassen und zu vergessen, die Annotation vor der Methode zu updaten. Und das Gemeine ist, man sieht das auch im Review nicht. Weil wenn ich jetzt nicht die Methode ohnehin sehr genau kenne, weiß ich ja nicht, dass da eine Annotation ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das relativ bald da irgendwas durchs Review rutscht, wo halt so eine Annotation nicht komplett in line mit dem Code ist, muss man eigentlich nur bis 10 zählen. Ich kenne zumindest uns. Da würde es passieren, die Erfahrung sagt, alle anderen sind auch nicht besser. Insofern, wir glauben nicht an Annotationen. Und das führt uns dazu, müssen wir wohl doch selber ran. Genau, und was wir dann gemacht haben, das wird jetzt Bernhard zeigen, weil wir sind, der Ansatz war, wir glauben gar nichts, nur an PHP-Code. Genau. Wir haben das mit dem Pilot versucht und dann festgestellt, okay, wie schwer kann es eigentlich sein, das selber zu implementieren? Und das Schöne an so einem OpenAPI-Spec bzw. dem gesamten OpenAPI-Konzept ist, es ist halt verflucht gut dokumentiert. Man kann da eigentlich sehr leicht Tests schreiben, ob das, was man da gemacht hat, auch wirklich tut. Und die Idee ist, also spätestens seit PHP 8.2 steht ja in unserem Code ziemlich genau drin, was wir wollen. Ja, wir haben jetzt mal hier so einen Endpunkt. Wie stellen wir uns denn vor? Wir haben jetzt hier mal so eine Action. Da kommt in der Regel entweder ein Command oder eine Query rein und die hat ein bestimmtes Format. Ja, also hier haben wir jetzt zum Beispiel mal so ein Beispiel-Controller, der hat so eine Register-Action, da kommt so ein Register-Command rein. Ich habe hier so einen bestimmten Payload, das soll irgendwie ausgeführt werden. Dann geht das an einen Command-Händler, der tut Dinge und am Ende hat das entweder geklappt oder nicht. Von der Idee her ist der Controller eigentlich sehr simpel. Ne? Ich kriege irgendwas rein, irgendwie ein Objekt und gebe ein Objekt wieder zurück. Genau, das heißt, wir möchten uns um die Serialisierung und Deserialisierung von den Sachen eigentlich nicht kümmern, weil das halt auch nicht sonderlich schwierig ist eigentlich. Wir wollen aber eigentlich auch nicht den Property Mapper von Flow benutzen, also müssen wir uns irgendwas anderes einfallen lassen. Das ist jetzt dann Aufgabe von Schema New, von dem Package. Also sehr viel mehr, also es ist halt einer der Hauptdinge, dass das tut. Man muss halt ein Objekt sauber spezifizieren und dann kriegt es das auch serialisiert und deserialisiert. Und das Schöne an der Sache ist, das ist wirklich ein Controller, der funktioniert auch schon, inklusive allem drum und dran. Und wir haben genau ein Attribut irgendwo dran geschrieben. Und das ist nämlich, wo der Request-Händler quasi den Payload auswerten soll, weil das kann er nicht raten. In dem Fall sagen wir, ja, das ist irgendwie im Request-Body und das ist ein JSON. Und ansonsten tut er Dinge. Dann, unser Parameter
Das ist dieses Registered Flight Travelers Command, hat irgendwie ein Angebot, für die ich jetzt die Flugreisenden da registrieren möchte und eben die Menge an Reisenden. Das ist halt so ein Collection-Objekt, wo die einzelnen Reisenden drin sind. Und auch hier haben wir wieder schlicht und ergreifend keine einzige Annotation, Attribut oder sonst irgendwas, außer für PHP-Stan hier die Information, ja, das ist halt ein Array, wo wirklich nur Travelers drin sind. Genau, ansonsten, wir haben halt ein paar Constraints formuliert, damit das Ganze funktionieren kann. Nämlich erstens Read-Only Classes, dann alles, was da drin stehen kann, muss auch wieder so ein de facto Value-Object sein. Es darf halt nur primitive Typen benutzen oder eben andere Value-Objects. Enums gehen auch und ich glaube, für Datetime haben wir noch eine Ausnahme gemacht, aber dann auch nur Datetime Immutable. Und das ist halt die Grundvoraussetzung. Das muss man halt so machen, damit es funktioniert. Dafür kriegt man den Rest dann halt geschenkt. Dann, was es dazu gibt, ist halt die Swagger UI, kennt ihr bestimmt teilweise zumindest. Das gibt es ja mittlerweile dankenswerterweise auch als DDEV-Container zum Beispiel oder als allgemeinen Docker-Container kann man dazu installieren. Und das Paket SkimmerNew generiert dann eine entsprechende Endpunkt-Route und liefert da dann das entsprechende JSON aus, das das Swagger UI braucht, um das entsprechend darzustellen. Das heißt, sämtliche Objekte, die man da so gebaut hat, tauchen hier auf. Hier haben wir zum Beispiel mal unten bei dem, also das ist halt, da geht es in dem Fall ein bisschen um Schulreisen, da gibt es leider nur zwei Geschlechter. Ansonsten haben wir noch ein Birthdate als Daytime und so, das taucht halt hier alles entsprechend in der Spezifikation auf. Genau, und das Schöne ist, das sind alles halt Sprachfeatures von PHP. Das geht jetzt einfach alles so. Ein paar Sachen zur Umsetzung, ein paar davon habe ich wahrscheinlich schon genannt. Das Versprechen, dass man einfach aus PHP-Code so eine Dokumentation generieren kann, ist ja nicht neu. Das Schöne ist, mit PHP 8.2 geht das halt wirklich. Weil wir haben mittlerweile ein Typsystem, das entsprechend ausgereift ist. Ein paar Sachen fehlen noch, weil wir keine Generics haben in PHP. Aber sowas wie, ja, wir haben jetzt irgendwie einen Enum oder wir haben entsprechende immutable Klassen. Wir haben ja jetzt Value-Object-Support von Natur aus mit Read-Only-Klassen und so weiter. Daraus kann man das wirklich einfach direkt generieren und das ist halt auch vom Typsystem von der Sprache supported. Genau, Lesbarkeit, ja, das ist maschinenlesbar, das ist auch ganz schön. Man kann da dann auch im Zweifelsfall PHP-Stan auf den höheren Levels draufwerfen, 8 oder 9, und das funktioniert ganz prima. Das heißt, wenn man entsprechend das im Linting eingebaut hat, dann kriegt man das nicht committed oder nicht gepusht oder zumindest nicht deployed, wenn das nicht funktioniert. Es ist aber außerdem auch menschenlesbar, haben wir gerade gesehen im Swagger UI, da kann man dann ja auch zusammenklicken. Ich will mir jetzt mal so ein Beispiel-Request abschicken und gucken, was passiert. Genau, die API-Spec ist damit de facto im Versionierungssystem dann in Git eingecheckt. Ja, das ist ja die PHP-Codebase, die ist drin. Auch das gerenderte Dokument, was dabei rauskommt, kann man auch mit einchecken und kann das im Zweifelsfall sogar nochmal gegenprüfen, ob das stimmt. Genau, hier schon was, das wurde halt in dem Rahmen von dem Projekt umgesetzt. Ansonsten kann das aber auch de facto in jedes Projekt eingesetzt werden. Die PHP 8.2 Voraussetzung gilt halt, klar, darunter geht es nicht, aber ansonsten funktioniert das halt einfach out of the box. Funktioniert das Ganze sogar wirklich gut, also wir haben es jetzt im Einsatz auch schon seit ein paar Monaten. Ist ja de facto kein extra Aufwand, weil man schreibt halt einfach den Code, wie man ihn schreibt, hat mit modernem PHP und dann gibt es, wie gesagt, die Doku halt geschenkt. Und das ist aber natürlich nur die Hälfte der Sache. Ne? Also es gibt ja auf der anderen Seite noch die Frontend-Applikation. Ist halt schön, dass das Backend das schön dokumentiert, aber noch toller wäre es natürlich, wenn das Frontend auch sicher die Sachen so schickt, wie die Spezifikation es vorgibt. Und dazu gibt es dann entsprechend Libraries, die aus diesem generierten
OpenAPI-Dokument dann die entsprechenden TypeScript-Klassen generieren, die dann auch wieder eingecheckt sind und auch wieder gelintet werden können, bzw. statisch analysiert. Und dann haben wir endlich End-to-End Type Safety. Yay! End-to-End Type Safety. Ne? Also das Wichtigste an der Box ist, also erstens, die Förmchen, die man reintut, kommen auf der anderen Seite auch genauso wieder raus. Das klingt jetzt erstmal logisch, ist aber bei der Kommunikation zwischen JavaScript und PHP nicht selbstverständlich. Und es gibt Mixed nicht mehr. Das heißt, es gibt kein Loch, wo alle Dinge reinpassen oder Dinge, die überall reinpassen. Genau, was wir noch so vorhaben und wo wir dann auch so ein bisschen auf eure Rückmeldung noch gespannt sind. Prinzipiell ist das Ganze Framework-agnostisch, weil es halt wirklich auf PHP-Funktionen basiert. Also wir haben es jetzt eine Integration für Neos geschrieben, man kann es aber auch überall sonst anwenden. Ansonsten, ja, das PHP-Typsystem ist, wie gesagt, noch nicht ganz vollständig. Es gibt ja zum Beispiel in OpenAPI die Möglichkeit zu sagen, ja, das muss eine Zahl zwischen 3 und 5 sein. Das geht in PHP halt nicht. Da wäre die Überlegung, wie kriegt man das trotzdem hin? Das haben wir bisher noch nicht. Also so, dass es nicht nur, dass es auch wirklich enforced wird, sondern dass es auch nicht veraltet. Wie gesagt, das Thema mit den Annotationen hatten wir ja schon. Und ja, dieses nächste Barcamp, auf das wir verweisen, ist tatsächlich dieses Barcamp. Genau. Und eine weitere Challenge, die wir haben, kommt aus der Kollision von PHP und dem Standard hinter dem RFC 6570 URI-Template, der unter der OpenAPI-Spec liegt. Und da haben wir interessante Effekte, wenn es darum geht, wie man URL-Parameter definiert. Also was PHP da mit den eckigen Klammern macht, ist leider mit diesem Standard fundamental inkompatibel. Deswegen haben wir durchaus auch Herausforderungen, wenn es darum geht, Sachen als via get so zu formulieren oder die API via get zu bauen, wenn sie dann halt nested arguments bekommt. Also da hat sich tatsächlich das Benutzen von Post-Payloads als einfache und standardkonforme Variante herausgestellt. Aber da wäre zum Beispiel etwas, wo man gucken müsste, also wenn ihr da Erfahrung habt, wie man die PHP-Query-Syntax in OpenAPI sinnvoll ausdruckt, das wäre super, das würden wir sehr gerne verbessern. Weil die beste Lösung, die uns bisher eingefallen ist, ist halt letztendlich zu sagen, wenn es komplexer ist, dann ist es halt ein JSON-String. Weil alles andere kriegt man nicht kompatibel zwischen OpenAPI und PHP. Aber wie gesagt, eine Inkompatibilität auf Sprachebene, da kommen wir sehr schlecht dran vorbei. Aber da werden Ideen gefragt. Also wenn ihr da Erfahrungen habt, her damit, das ist definitiv cool. Aktuell ist die Lösung, die wir benutzen, ist bei GET-Schnittstellen tatsächlich das Nesting von Parametern zu vermeiden oder halt ein komplexes Query-Argument in der Post-Payload zu benutzen. Genau. Und was Bernhard schon meinte, Constraints für Value-Objects. Wir würden tatsächlich sehr gerne auf Sprachebene noch mehr Sachen entfrossen, wie zum Beispiel, was weiß ich, ein String hat ein bestimmtes Pattern, erlaubt OpenAPI total. Oder halt eine Zahl hat einen bestimmten Bereich, ein Datum hat einen bestimmten Bereich. Die einzige Bedingung, wir wollen halt keine Annotation benutzen. Also wir würden es gerne auf PHP-Sprachebene enforcen und zwar so, dass wir es überprüfen können. Dass wir uns sicher sind, das Value-Objekt ist nur dann valide, also wir können es nur dann erzeugen und es wird enforced. Und wir sagen aber auch in der Schnittstelle, das ist die Bedingung, wenn du dich daran hältst, können wir es auch deserialisieren. Und bis wir das nicht auf Sprachebene sichergestellt haben, werden wir das halt auch nicht einbauen. Das heißt, aktuell sind die Specs, die wir generieren, halt Simple Types oder halt Nesting von Simple Types, aber halt noch keine Constraints. Ist super nützlich und in vielen Fällen auch völlig good enough, aber ja, ein bisschen höher springen wäre schon nett. Insofern, also bei den beiden Sachen wissen wir, dass es doch tolle Vorschläge geben muss und Ideen. Aber für alle anderen Ideen sind wir auch offen und ja, würde mich interessieren, was ihr davon haltet, ob ihr selber sowas schon gebaut habt oder
wie ihr denkt, dass das nützlich sein könnte oder nicht. Mhm. Genau. Ich habe ansonsten noch ein Beispielprojekt dabei. Ihr könnt schon fast raten, welches. Das ist auch schon benutzt, wo wir im Zweifelsfall auch noch mal ein paar Codebeispiele jetzt im Detail angucken können, wenn wir das möchten. Oder gibt es Fragen? Von mir jedenfalls. Mikro. Hier ist zumindest noch eins. Also warte, was? Ist irgendwie aus, oder, das Mikro? Ah, okay. Also, für den Stream das Mikro. Zuallererst wollte ich fragen, genau, du meintest, das ist inkompatibel mit dem PHP-Jury-Building, Jury-Parsing und so weiter, aber können wir das nicht einfach komplett umgeben, indem wir nur mit with a query string arbeiten oder uns den original query string aus der Jury rausnehmen, genau, und den so parsen, wie der RFC es dann möchte? Genau, also was spricht denn dagegen? Das ist auch der Grund, warum die PHP-HTTP-Request-Objekte vom PSR sich eigentlich aus dem Query-String-Parsing raushalten. Denen ist das auch aufgefallen, dass das, was PHP da macht, keinem Standard entspricht. Und deswegen muss man das Parsen des Query-Strings selber machen. Genau, das macht ja der Flow. Genau, das kann man dann, das Ergebnis in das Request-Objekt wieder reinpacken und weiterverarbeiten. Das müsste man dann halt selbst implementieren. Aber nein. Das war jetzt nicht so, wir haben jetzt halt erstmal, es hat uns nicht gut genug gefallen, dass wir sagen, wir schmeißen das Query Parsing von PHP komplett weg. Man muss es nicht auf Flow-Ebene wegschmeißen, weil wir haben jetzt ja sowieso einen eigenen OpenAPI-Controller und der enthält ja die HTTP-Request bzw. die Action-Request und die HTTP ist ja die. Du kannst den Query-String des Original-Requests hier holen und parsen, aber wir haben ja teilweise auch Sachen, wo Argumente übers Routing reinkommen und so. Also, ja, das ist natürlich. Es war jetzt nicht so, dass man dachte, ja, leichten Herzens, das machen wir halt selber. Ja. Und letztendlich ist es auch so, dass PHP an der Stelle mehr kann als die entsprechenden Standards, weil diese Syntax mit den Curly Braces, die halt Nesting bringen und eben zum Beispiel auch, was weiß ich, ein neues Objekt anlegen und Co., ja, das gibt es sonst so nicht wirklich, also ich habe das nirgends standardisiert gesehen und das ist schon nicht blöd, was PHP da macht. Nein, aber na, es ist schon auch praktisch in vielen Fällen, also gerade auch. Richtig, damit der Client das auch bei JavaScript kann, dann ist wahrscheinlich nicht automatisch generiert sonst. Genau. PHP nutzt halt aus, dass eckige Klammern als in einem URL-String schlicht erlaubt sind, aber die haben halt in den normalen Standards keine besondere Bedeutung und in PHP halt schon. Das, naja. Cool, aber ich glaube, da kann man drum arbeiten, wenn man. Ja, außer mit dem Routing natürlich. Die einfache Lösung ist halt tatsächlich. Simple Types als Argumente benutzen, wenn du halt eine Get-Schnittstelle bauen möchtest. Die sind auch besonders einfach zu testen. Ja. Ja, das ist halt, und Nesting halt dann. Ist natürlich auch nett, mal so eine Get-Request dann richtig zu benutzen und nicht nur immer Post. Ja, also so ist halt der Standard gedacht. Ne? Aber ich meine, in der OpenAPI-Spec ist es zum Beispiel auch so, dass du halt, oder in diesem RFC, wenn du halt dasselbe Argument mehrfach benutzt, wird da plötzlich ein Array draus. So, und das ist halt, PHP ist da schon schlau, dass sie sagen, das sehen wir eben nicht vor. Das ist halt, weil mit dem Standard, der unter OpenAPI liegt, müsstest du halt damit umgehen können, dass du an der Stelle entweder einen String oder ein Array von Strings bekommst. In PHP kannst du dich da festlegen. Okay. Also das ist schon, die Entscheidungen von PHP machen da Sinn. Es wäre nur nett, wenn das irgendwie auch in OpenAPI ausdrückbar wäre. Ja, gut. Hallo. Ich habe, also erstmal sehr cool, was ihr da gemacht habt. Ich habe tatsächlich ein bisschen was Ähnliches in Arbeit und zu dem Thema hier Typsystem erweitern, habe ich das tatsächlich schon mit Attributen gelöst, aber auf eine Art, dass es enforced wird. Können wir vielleicht mal drüber sprechen. Das ist so ein bisschen, es ist klar ein kleiner Hack, weil muss man machen mit einem Hack, weil PHP liefert es nicht. Aber funktioniert eigentlich ganz gut. Ich habe aber hier noch vier kleine Fragen. Und zwar einmal, ihr habt gesagt, Datetime behandelt ihr speziell. Das heißt, ihr habt auch euch auf ein Format festgelegt, wie das serialisiert wird? Oder? Das ist prinzipiell, also das kann man in OpenAPI ja tatsächlich machen.
dass man sagt, das ist ein Date und ich meine, man kann, glaube ich, ein Format mitgeben, welches erwartet wird und dafür gibt es halt einen Default-Wert und wir benutzen einfach den Default-Wert. Genau, das gibt den, ja, auch einen RFC und den nutzt OpenAPI standardmäßig und das war sinnvoll genug. Okay, glaube ich, Atom-Format. Ist das. Genau. Die, und dann habe ich in dem Beispiel, hattet ihr hier so einen Verweis auf Schema.org Female Male. Woher kam das jetzt in den Code? Ist das? Achso, das ist ein Enum, das ist ein PHP-Enum. Aber woher weiß das Enum, dass es sich auf Schema.org bezieht? Das steht dran, glaube ich. Lass mal gucken. Sagen wir so, ja, man kann immer noch mal so ein paar beschreibende Attribute dran packen. Die gibt es auch. Die sind halt nicht verpflichtend, dann gibt es im Zweifelsfall einfach keinen Beschreibungstext. Okay. Ja. Und noch zwei mehr. Die OpenAPI kann ja eigentlich auch Authentifizierung beschreiben. Habt ihr da auch irgend schon was eingebaut? Nee, das ist noch nicht drin. Okay. Und zuletzt Error Handling. Ich habe gesehen, ja, werfen Exception, wird die irgendwie in Fehlercode umgewandelt? Oder? Es gibt, also ich meine, es gibt ja im OpenAPI pro HTTP Status Code immer nur eine mögliche Response. Und man kann an die Response den Statuscode dran schreiben, entweder 200, davon kannst du, glaube ich, auch mehrere geben, oder halt im 400-Fall ist das halt eine andere Response. Also es sind halt diese Response-Objekte, die wir gesehen haben. Das eine kapselt dann halt die Exception weg und sagt halt irgendwas Nutzerhilfreiches. Aber wie, wo ist beschrieben, dass wenn die Exception geworfen wird, dann will ich, dass es eine 4.0x ist zum Beispiel? Das muss letztendlich der Controller handeln. Ah, okay. Genau, also der wandelt quasi Exceptions dann in Response-Objekte um, in dem Exception-Fall nimmt die Response und so weiter. Also der Controller gibt halt Response-Objekte zurück, die können aber einen Status implizieren, der steht in der Annotation an der Klasse, die du returnst. Ah, okay. Und wenn da nichts dran steht, dann ist das halt offensichtlich ein 200er, aber du kannst halt auch sagen, das ist ein Fehlerstatus und dann schmeiße ich halt zurück. Okay. Das Booking-Failed-Objekt, das dann halt, was auch immer als Status mit sich bringt. Hier wäre so ein Kandidat. Das kommt jetzt, also das gibt so im Frontend hier in dem Projekt, gibt es so ein paar Rätsel, die man lösen kann. Und wenn das Rätsel gelöst wurde, dann wird das halt von der Frontend-Applikation ans Backend geschickt. Und es kann aber sein, dass da Quatsch drin steht in dem Request. Man kann sich ja auf Requests, die aus dem Frontend kommen, sowieso nie verlassen. Außer einer Struktur im Zweifel. Jetzt kann es aber sein, dass hier eine Aufgabe gelöst werden soll, die überhaupt nicht gestellt wurde. So, und das wird dann hier gecatcht. Dann gibt es halt die Node gerade nicht, die man da bearbeiten möchte. Und dann gibt es halt ein anderes Result-Objekt. Das ist halt dieses Assignment is not issued. Das ist so ein rein informatives Ding. Das ist so ein bisschen Alternative zum Flow-Error-Handling in Controllern. Ja. Wo man ja eine Exception schmeißt mit dem Status-Code und hier ist halt der Status-Code 404 und ja übrigens, da gibt es das Assignment nicht, also kann man es auch nicht completen. Und euer Parser, der schaut hier den Return-Type von der Action an und weil es der Union-Type ist, weiß er, welche Response. Genau. Genau. Also das Parsing intern, also wie diese Objekte ausgewertet, serialisiert und dokumentiert werden, das geht alles über PHP-Reflection. Und das ist auch im Query-Fall halt mittlerweile so schnell, also im Sinne von nicht messbar schnell, dass das überhaupt gar keine Umstände macht. Cool. Genau, die einzige kleine Lücke haben wir noch bei Collections. Kannst du mal ein Collection-Objekt aufmachen? Weil normalerweise die ganzen Objekte, die wir da hin und her reichen, sind halt Pure Objects, das heißt, sie haben entweder Simple Types oder andere Pure Objects als Parameter. Für Collections haben wir jetzt die Lösung, dass Given Answers, genau. Also es muss eine Read-Only-Klasse sein. Sie muss als Konstruktor ein Variadic Argument haben. Da haben wir den Typ her, also dieses Ding nimmt Given Answers entgegen. Es ist eine Given Answer Collection oder ja, Plural Given Answers. Was wir halt nicht sicherstellen können, ist, dass also wir prüfen auch, dass es einen einzelnen Parameter gibt oder ein einzelnes Klassenattribut, das ein Array ist. Dass man den dann im Konstruktor befüllt, können wir von außen nicht prüfen. Es gibt wenig sinnvolle Dinge, die man dazwischen machen kann. Deswegen haben wir das jetzt erstmal akzeptiert als einzige Loophole, die wir noch haben. Alles andere ist auf Sprachebene wirklich zugezogen und man hat keine andere Möglichkeit, als die Dinge so zu initialisieren und zu returnen, wie sie halt sind.
jetzt dazu im speziellen Fall dieser Given Answers? Also wir hatten da auch schon mal drüber geschnackt. Und ich finde, das ist sehr angenehm, dass man sich auf Items einigt, weil ich habe mich sehr oft in dieser Verfassung gefunden, Value-Objekten, die Collection-Objekte zu kopieren und da, jedes Mal dieses dumme Ding da anzufassen, das ist so nervig. Und noch lustiger ist, wenn du eine Merge-Methode hast und sagst, wenn das Ding Given Answers heißen würde, dann würdest du sagen Merge und dann Spread, this, nee, Given Answers und dann Other, nee, und das heißt dann ja Given Answers, Other, also das ist dann wie doppelt und dreifach. Was aber hier jetzt irgendwie so ein bisschen nicht klar ist, ist, was ist, wenn im Construct jetzt keine Integer Keys übergeben werden, sondern String Keys, dann müsste man theoretisch jetzt noch ein Array Values in Zeile 20, glaube ich, machen. Und oben auch das bei Public Array mit hier mit einem Integer Key angeben. Mhm. Andererseits finde ich, dass das Public ist gar nicht so gut, weil man kann dann intern keine Hashmap nutzen, um jetzt hier getAnswer, also statt for each halt den Index zu prüfen. Und da würde ich wahrscheinlich bevorzugen, dass man hier implements iteraggregate nutzt und dann iterator to array raufklatscht. Die Sache ist mit der Hashmap, die ist saugefährlich. Weil das Ding soll, so wie es ist, nachher ja an JavaScript kommuniziert werden, gegebenenfalls. Ja, nee, die muss bei Iterator to Array wieder entgehashed. Also da müsste es nur die Values raus. Aber intern darf das Objekt ja machen, was es will. Genau, also wenn das, die Frage ist, ist das wichtig, ob das Integer indexiert ist oder nicht. Und das machen wir halt über PHP Stan, dann das zu enforcen. Und jetzt interne Hashmap zu benutzen, also wäre vielleicht eine Optimierung an der Stelle, hier bei dem Ding brauchen wir es nicht. So. Ja. Tatsächlich habe ich sehr lange geschaut und es ist nicht wirklich möglich, das mit PHP Stan zu enforcen, momentan noch nicht. Ich habe da einen Feature Request offen, dass man bei Given Answers, also dass man sagt, das darf nicht, man darf hier nicht Strings reinpassen als Keys. Momentan ist es nicht enforceable. Ist das unserem Serializer wäre es relativ egal, weil der erkennt, das Ding ist ein Collection-Objekt und ein Collection-Objekt hat keine Keys. Wird halt als Array deserialisiert. Als wir, haben ja den, wir haben ja einen Serializer und einen Deserializer und die haben wir halt wirklich unter Kontrolle. Es ist halt eben nicht ein Symfony-Serializer, wo alles passieren kann und wo irgendjemand irgendwas umkonfigurieren kann, sondern das ist halt wirklich simpelste Regeln, aber die halt, dadurch ist der Normalizer und die Normalizer auch wirklich relativ klar. Wir sind jetzt hier gleich fertig. Der Sebastian hält schon eine Uhr hoch. Insofern. Hast du da einen Daten drauf, weil das Ding wahrscheinlich schön für die, dass wir einsetzen. Das wird dann ganz lustig und alles viel besser. Genau, also was Prime Use Case dafür halt wäre tatsächlich Kommunikation von dem Neos User Interface, also dem Backend mit dem Server, wo man halt dann auch wirklich gerade die End-to-End-Type-Safety vom PHP-Klassen zu TypeScript-Objekten nützt uns da sehr viel, weil komplexe Applikationen haben wir da eine. Ja, dann. Okay. Danke soweit und weitere Ideen immer gerne zu uns.